Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute ist der erste Advent und dazu zünden wir gleich unsere erste Kerze an. Ho, ho, ho. Bevor es losgeht mit dem Unboxing, einmal kurz ein kleiner Hinweis, wie vor den anderen Videos auch. Ich habe hier ein Steelbook, Bullet, Steve McQueen. Das ist ein kleines Gewinnspiel, was ich mit dem Adventskalender zusätzlich oder beziehungsweise eingebunden habe. Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, braucht ihr nur das Video zu kommentieren. Dieses, die davor, die danach. Völlig egal, kommentieren, ihr kommt mit dem Lostopf. Am Ende mache ich eine kleine Ziehung. Und der Gewinner, den ich dann ziehe, mit dem werde ich mich in Verbindung setzen und der kriegt dann das Steelbook. Steelbook ist nagelneu. Release war, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche. Weiß ich gar nicht so genau. Ich habe immer noch nicht nachgeguckt. Infocard ist auch noch vorhanden. Alles tippitoppi. So, das einmal das. Und jetzt fangen wir an mit dem Unboxing. Dann fangen wir an mit dem Auspacken. Und zwar packen wir heute aus Uncharted 4 A Thief's End für die PlayStation 4 in der Libertalia Edition. Und zwar haben wir einmal den großen Umkarton. Vorne drauf einmal Uncharted 4 A Thief's End für die PlayStation 4. Das ist übrigens die Uncharted 3 ist ein PlayStation Only, also ein Exklusivtitel. Dann haben wir vorne drauf eine Münze. Da verrate ich jetzt aus Spoilergründen nicht, was es damit auf sich hat. Das ist halt eine Münze. Da geht es unter anderem in dem Spiel auch drum. Dann haben wir auf der rechten Seite Uncharted 4 Thief's End Schriftzug. Auf der linken Seite einmal Uncharted 4 Thief's End Schriftzug. Oben drauf PlayStation 4 Logo, unten drunter gar nichts. Hinten drauf einmal ein paar Screenshots aus dem Spiel. Denn die Inhaltsangabe, was alles in dieser Edition drin ist. Und zwar haben wir einmal eine 30 cm große Nathan Drake Figur von Gentle Giant. Ein Steelbook und ein gebundenes Artbook mit 48 Seiten. Dazu kommen noch ein paar Mehrspieler-Extras. Es werden halt wieder Download-Codes sein, die man im Mehrspieler-Modus benutzen kann. Dann ein paar Naughty Dog und Piraten-Siegel-Sticker. Ein dynamisches PlayStation 4-Design. Dann gibt es da noch ein paar weitere Designs. Und noch mehr Mehrspieler-Inhalt als Code. Gut, also Hauptaugenmerk liegt hier natürlich auf dem Artbook und die Figur. Außer dem Spiel selber natürlich. Schauen wir mal rein. Da kommt uns als erstes das Artbook entgegen. Das ist jetzt ein kleines Artbook. Ich finde, ich mache immer gerne diese großformatigen Artbooks, wie bei The Witcher zum Beispiel. Ich zeige euch das nachher natürlich auch nochmal wieder in groß alles. Ein kleines Artbook, The Art of Uncharted 4. Schauen wir mal rein. Jo. Ist halt ein Artbook. Also da sind keine Randnotizen jetzt oder so zu. Das finde ich auch immer schön, wenn die ein Artbook haben und wo denn die Entwickler oder der Künstler immer dabei als Randnotiz oder mit Pfeil oder was auch immer dazu schreibt, was er sich denn dabei gedacht hat. Das sind einfach wirklich nur halt Zeichnungen von den Charakteren, von den Schauplätzen. Teils in Farbe, teils in Schwarz-Weiß. Gegner. Ein paar Renderings sind auch drin, so wie ich das beim Überfliegen gesehen habe.
Aber ja, kann man machen. Ich habe aber schon wesentlich schönere Artbooks gesehen. Hier hinten drauf sehe ich übrigens das ist das Logo von Dark Horse Books, falls es irgendjemand interessiert. Die Comic-Fans wahrscheinlich. So, dann geht's weiter. Als nächstes kommt uns das Steelbook entgegen. Das finde ich schon ein bisschen schöner als das Artbook. Haben wir auch. Das Cover ist so im Comic Art gehalten, wie es ist ja momentan so ein bisschen Mode mit diesem Comic Art auf den Steelbooks. Vorne drauf sind halt alle, wenn ich das so sehen kann, alle relevanten Charaktere aus dem Spiel, aus dem vierten Teil. Hinten drauf auch nochmal ein gezeichnetes Artwork. Bisschen Piraten-Action. In diesem Teil geht es halt hauptsächlich um Piraten bzw. um eine Piratenstadt. Schauen wir mal rein. Da haben wir einmal die Spieledisk. Dann haben wir die Multiplayer-Codes. Dann eine Werbedingensbummens für PlayStation Plus. Dann kommen die Aufkleber. Ja, ist ganz nett gemacht. Ich kann die ja mal rausholen. Wir sind ja schließlich hier, um uns das anzugucken. Oh, das ist gar nicht mal so wenig. Da haben wir zwei Naughty Dog Aufkleber. Und dann haben wir 2, 4, 6, 12 kleine Aufkleber mit. Ach, ich weiß, was das ist. Ich weiß, was das darstellen soll. Da verrate ich jetzt auch aus Spoilergründen nicht. Ja, das sind halt 12 Aufkleber. Falls es jemand noch nicht gespielt hat, möchte ich da nichts vorwegnehmen, was das auf sich hat. Das war's auch schon mit dem, was hier drin war. Also Aufkleber, bisschen Werbung und Multiplayer-Codes. Und eine Schnellanleitung. Ach so. Ja. Mal gucken, hinten drin kann man wahrscheinlich wieder richtig schlecht sehen, aber hier ist halt die gewisse Landkarte hinten drin rein als Druck drinne auf der Rückseite vom Steelbook, auf der Innenseite vom Steelbook so. Das war das. Kommen wir zu unserem Hauptteil. Da haben wir ihn einmal, den guten Nathan Drake. Die Figur ist ja von Gentle Giant. Und ich bin kein Figurensammler, aber man sieht deutlich, finde ich jetzt, dass es von einem namhaften Hersteller ist. So wie Weta zum Beispiel. Weta oder Weta, weiß gar nicht genau, wie das ausgesprochen wird. Gentle Giant sagt mir natürlich auch was. Und die ist richtig schön gearbeitet. Vom Gesicht her, die sieht wirklich genauso aus wie im Spiel. Die sieht wirklich genauso aus wie im Spiel. Denn die ist, ja, sie hat etwas Gewicht, die ist allerdings nicht zu schwer oder zu leicht. Also sie wird schon, also der Korpus hier, das wird schon alles massiv sein. Ah, die Base ist also von oben. Ich zeige euch das nachher nochmal in groß. Von oben sieht sie oder fühlt sie sich auch wertig an, aber von unten ist es halt Billo-Plastik. Dann haben wir hier noch so eine kleine Pflanze, die ist auch so. Aber sie ist also, es ist nicht so, dass sie jetzt abbricht oder abfliegt gleich. Ist alles schön fest, gut verarbeitet.
Von den Details her finde ich, ist es auch in Ordnung. Kann auch sein Chronographen, kann man lesen. Hat hier hinten so eine kleine Überlebenstasche. Schulterholster hier. Hier natürlich, nicht da. Hier sind die Munitionstaschen. Hier ist das Schulterholster. Ein Ring hat er um. Ist er so ein bisschen schmutzig, matschig. Auch hier unten von den Beinen, weil er läuft ja durch Matsch. Kann man hier sehen, wie sich die Hose vollgesogen hat mit dem ganzen Schlons. Und das nach oben hin heller wird, ein trockener wird. Aber das ist schon ein cooles Ding. Doch, die gefällt mir richtig gut. Die gefällt mir richtig gut. Das Steelbook gefällt mir auch gut. Auch auf dem Spine hier nochmal so. Aber das ist eigentlich mehr so ein Standardschriftzug. Das war's dann auch schon von mir mit dem kleinen, kurzen Unboxing von Uncharted Thieves and the Libertalia Edition. Coole Edition, gefällt mir gut. Spiel ist killer. Die ganze Spielreihe ist killer. Auch der, das Add-on, was da rausgekommen war. Kann ich nur jedem empfehlen. Die Statue gefällt mir auch richtig gut. Und das Artbook ist okay. Ich sag wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, meine Freunde.